Habt ihr euren Vater gesehen? Es ist fast 18 Uhr. Ich bin hier. Familie, ich will euch meinen Falken vorstellen, Xerxes. Ich bin jetzt Falkner. Und trotzdem habe ich zu Weihnachten nur ein verpacktes Rührei bekommen. Dieser Falke sieht sehr gefährlich aus. Ja, bring das Ding wieder weg und setz dich zum Essen. Nein, ich bin ein Falkner und esse nur das, was Xerxes mir bringt. Füttere deinen Herrn. Peter, was soll das? Für Xerxes ist jede Speise ein Festmahl. Hi, Peter. Oh, Falke. Cool. Hallo, Falke. Ho, 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 ruhig, Kumpel. Xerxes. Sein Name ist Xerxes. Was frisst Xerxes so? Nagetiere. Und jetzt müssen wir leider... Mach, dass er aufhört! Was hast du denn da unten versteckt, Quagmire? Da wird doch kein Nagetier drin sein, oder? Nein! Xerxes sieht das aber anders. Nimm ihn da weg! Gib zu, dass da ein Nagetier drin ist. Peter! Gib's zu! Du hast ihn vorn rausgejagt. Toni, komm zurück! Was mache ich? Hoffentlich steht er nicht auf deiner Fontanelle. Ist das möglich? Denn das könnte mir wirklich schlimme... Mom, ich brauche Geld fürs Mittagessen. Oh, es tut mir leid, Chris. Mein Portemonnaie ist seit einem Tag verschwunden. Ich finde es nirgends. Keine Sorge, Lois. Xerxes wird es finden. Xerxes, das Portemonnaie von Lois. Das ist jetzt dein Portemonnaie. Peter, darin kann ich mein Geld nicht rumtragen. Ja klar, ihr Geld. Der Park wird dir gefallen, Xerxes. Ich glaube, du weißt, was ich will. Das ist der Hammer. Wir sollten eine Fernsehserie haben. Peter und Beiwagenfalke. Was hältst du von einer platonischen Dusche? Sind Sie Peter Griffin? Der bin ich, Sir. Ich vertrete den Mann, dessen Motorradgespann Sie gestern gestohlen haben. Sie haben mein Interesse geweckt. Dummerweise für Sie ist dieser Mann sehr, sehr jüdisch. Und er wird alles aus Ihnen rausklagen. Diesen Falken eingeschlossen. Nein, nicht Xerxes! Damit kommen Sie nicht durch. Das wird das American Airlines Magazin erfahren. Hallo, American Airlines Magazin? Ich hab ne Hammer-Story für Sie. Reunited and it feels so good. Doing someone that you used to do. That's what this song's about. You could find someone else. But this seems a little easier 'cause you already have their number. Yeah, yeah.